Wir schauen jetzt nach oben in der Tabelle und die eine vor allen Dingen spannende Frage, die da offen ist, wer holt sich den vierten Champions League Platz? Gucken wir auch noch mal auf die Tabelle gleich der ersten Liga, um zu schauen, wie sich das da alles zurechtgeschoben hat. Also Leipzig jetzt Vierter mit 57 Punkten vor Freiburg mit 55, Union 54, schlechtere Torverhältnis, hat da keine Chance mehr. Herr Reif, wenn man so drauf schaut, hat man ein bisschen das Gefühl, es sortiert sich jetzt am Ende dann doch so, wie man es vor dem ersten Spieltag getippt hätte. Oder glauben Sie, dass Leipzig sich das in Bielefeld noch nehmen lässt am letzten Spieltag? Nein, das war jetzt dieses Spiel gegen Augsburg war schon wichtig. Also diese Trauerarbeit nach dem, was in Glasgow passiert war und dieses verpasste Europa League Finale, das kann dir den Boden unter den Füßen wegziehen. Da so in dich zusammenfallen, das hätte richtig schief gehen können. Und so haben sie es aber ziemlich eindrucksvoll runtergespielt und das nehmen sie mit. Nein, die Qualität ist einfach da und wenn sie die auf den Platz bringen, gehören sie auch genau auf in die, sind sie ein Champions League Club aus der Bundesliga und nichts weniger, und das sie sagen ja auch zum Glück nichts anderes. Bei Freiburg hatte ich so den Eindruck, so jetzt auf der Zielgeraden plötzlich doch was zu verlieren gehabt, doch noch mal die Angst vor dem Gewinn, noch mal die Angst vor den und all diese großen Worte und Champions League, und dann haben sie sicher am Mittwoch mal geguckt, wie das so ist in Madrid, und dann oh nee, so, weiß ich nicht, also hör auf, im Ernst. Es ruckelt sich am Ende da oben zusammen, so wie es in der zweiten Liga auch passiert ist. Die mit der Qualität bringen es dann für sie zum Glück, und für die Kleineren, die so nah dran waren, dann Pech halt. Aber ich glaube, in Freiburg wird man damit leben können und in Leipzig jetzt dann auch, denn dann ist die Saison vernünftig zu Ende gebracht. Christian Streich hat nach dem Spiel gegen Union vor allen Dingen lobende Worte für Union gehabt und wirklich deren Leistung in den letzten zwei Jahren noch mal ganz bewusst herausgestellt. Also, wenn mich jemand gefragt hätte, wenn jetzt Union Berlin im Europapokal spielt im Sommer, und sie haben mich immer gefragt, kommen sie wieder in den Europapokal, hätte ich gesagt, also ich traue nicht viel zu, aber das, also wie soll ich das machen? Ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, aber sie haben es gemacht. Kann nur alle Hüte ziehen. Ja, Christian Streich doch mal mit einer schnellen Lobeshymne auf Union, Herr Reif. Das ist wirklich was man nicht vergessen darf. Max Kruse, den haben sie im Januar noch verkauft. Und wir haben alle gesagt, oder viele haben gesagt, Mensch, jetzt verkaufen die hier den Europapokalplatz. Das kann man doch nicht machen in diesen romantischen Zeiten, die wir manchmal bei Union immer noch gerade verordnet sehen. Allergrößte Leistung, oder, von Union? Schon beim Aufstieg waren sie für mich der designierte Absteiger danach wieder. Also es war der abstiegsgefährdetste Aufsteiger aller Zeiten. Dann führt so. Wie sie das hingekriegt haben, wie sie sich stabilisiert haben, wie sie sich dann auch jetzt Max Kruse, da war ja plötzlich so ein Paradigmenwechsel. Jetzt haben wir doch einen Star da drin, für den vieles geht, der auch vieles gebracht hat. Aber Dinge verändern, und dann geht er weg. Ja, dann putzen sie den Mund ab, ja, dann machen wir es wieder auf Union-like. Wir machen es wieder. Nein, also wirklich, Union ist faszinierend, Freiburg allerdings auch. Das sind die Clubs, die unter dem, was sich da die Großen da oben liefern, einen Job machen. Hoffentlich sehen das auch alle. Wir gucken dann immer so nach oben und dann, ja, die Conference League. Frag mal in Berlin nach, was das für die bedeutet. Also, wirklich, kann ich nur der Analyse von Christian Streich folgen und mit seinen Worten sagen, alle Hüte gezogen. Beim 1. FC Köln wurde auch gefeiert, habe ich ein bisschen gestaunt nach der Heimniederlage. Sie sind in Europa definitiv dabei, wissen noch nicht ganz genau, in welcher, ob es die neue European Conference League ist oder die Europa League. Auch da eine Form von Begeisterung, die einen nach einer Niederlage doch ein bisschen überrascht hat. Aber das ist Köln. Das ist, ja, so, also bitte, das ist Köln und das sollte man ihnen auch lassen. Lassen Sie mich ein kleines Wort in Richtung Platzsturm sagen. Da habe ich meine Bedenken. Das scheint jetzt im Moment so, weiß ich nicht, das ist das Mindeste, was es dann geben muss, dass die Tore aufgehen.
Und auf Schalke gab es auch Verletzte. Und so. Das ist nicht okay. Seid's mir nicht böse. Auch in Frankfurt, es ist schön und die Emotionen schwappen über, auch in Frankfurt. Aber wenn das Schule macht und das überall jetzt so ist, geht das irgendwann mal auch schief. Das ist nicht die Idee. Feiern, aber alle auf ihrem Platz. Ich bin da kein großer Fan von. Aber Köln, Glückwunsch, genauso eine überragende Saison gespielt. Da können sich manch andere eine Scheibe abschneiden.